Hallo, hier ist Markus Rapp. Heute will ich einmal wieder ein Geheimnis aus der Bibel lehren, den Exodus-Faktor, der dein Leben beeinflussen und verändern kann, damit es ein Segen wird. Gott will uns Geheimnisse offenbaren. In der Bibel sind Hunderte, weil er uns liebt und damit wir ein gesegnetes Leben führen. Der Exodus-Faktor, das Wort, gibt es als ein ganzes Buch in der Bibel. Das zweite Buch Moses heißt das Buch Exodus. Und das Wort heißt hinübergehen, von etwas Altem in etwas Neues. Und damit wir in Neues kommen können, müssen wir Altes verlassen. Oft alte Gewohnheiten, alte falsche Einstellungen, die uneffektiv sind. Gib doch ein Like für das Video, dann verbreitet es sich auf YouTube und abonniere auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Ich habe ein anderes Video gemacht über das Wort Hebräer, das Wort für die Israeliten. Und es ist das hebräische Wort Evrim. Evrim heißt die Seite wechseln. Jemand, der hinübergeht in das Neue, was Gott vorbereitet hat. Abraham war der erste Hebräer, von dem das Volk Israel hervorgegangen ist. In 1. Mose 12, 1 bis 2 lesen wir, wie Gott Abraham beruft, hinüberzugehen in ein neues Land. Und der Herr sprach zu Abraham, 1. Mose 12, 1 und 2, geh aus diesem Land, aus deiner Verwandtschaft, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Verlass das Haus deines Vaters. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, wird verflucht sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter und Generationen der Erde. Also Gott beruft Abraham hier aus dem Land Chaldea, das war Babylonien, aus Ur im Norden, in ein Land zu gehen, das Gott ihm zeigen wird. Er sollte also hinübergehen und alles Bekannte verlassen, um ein verheißenes Land, ein Erbe von Gott zu bekommen. Das ist heute das Land Israel. Und Gott hat für dich und mich Neuland, aber dafür müssen wir alte Dinge verlassen. Und wir sehen, dass Gott Israel durch Moses aus der Sklaverei in Ägypten herausgerufen hat. Dort war Israel Jahrhunderte unter Pharao gefangen. Und das ist das zweite Buch Mose, Exodus, wo Gott sie beruft, durch das Rote Meer zu gehen. Er teilt das Meer durch Moses, seinen Diener, und sie gehen trockenen Fußes hinüber in die Wüste von Saudi-Arabien, zu dem Berg Sinai. Ja? Und bevor du in das Neue gehen kannst, musst du hinüber wechseln, hinausgehen. Und das Hinausgehen ist genauso heilig wie das Hineingehen. Du kannst nicht in das Neue hineinkommen, ohne das Andere zu verlassen. Du musst das Alte verlassen, um in das Neue hineingehen zu können. Und wir sehen hier die Route, die Gott durch Moses sein Volk geführt hat. Sie ziehen hinüber dort bei Sukkot, ja, und Gott teilt das Rote Meer. Interessant ist, dass wir jetzt dort wieder Krieg sehen. Jetzt ist Krieg im Nahen Osten und Jordanien hat mittlerweile das Rote Meer blockiert, weil sie Schiffe bombardieren. Also wir sind am Ende der Zeiten, ja. Ich glaube, wir sind in der Endzeit, wo wir bald erleben werden, dass die Verheißungen der Offenbarung sich erfüllen, dass Jesus Christus wiederkommt, dass ein Endgericht über die Nationen kommt. Und dann sehen wir hier die Route zum Berg Sinai, wo Gott Moses die 10 Gebote gibt. Und dann ziehen sie in das Land Kanaan. Aber eine Generation war nicht bereit, das Alte zu verlassen. Sie waren gewohnt, Sklaven zu sein. Sie haben nur gejammert und beklagt. Wo ist das Wasser? Wo sind die Fleischtöpfe Ägyptens? Und als sie sich 10-mal beklagt und beschwert haben, hat Gott eine ganze Generation verworfen und sie sterben in der Wüste. Sie waren nicht bereit, das Alte zu verlassen. Die Sklaverei war immer noch in ihnen. Und eine ganze Generation musste in der Wüste sterben.
Also hier sehen wir den Weg in die Freiheit. Und das ist der Weg, den Gott durch Jesus Christus für dich und mich gebahnt hat. Er hat das Alte, die Sünde, die Schuld ans Kreuz genommen, damit wir einen Weg in die Freiheit haben und in Gerechtigkeit, in ewiges Leben. Das ist wirklich gewaltig. Gott hat uns berufen, durch Jesus ihm zu folgen, seine Nachfolger zu werden. Also das Hinübergehen in die neuen Dinge ist, wozu Gott dich und mich beruft. Jesus hat seine Jünger in die Nachfolge berufen. Er hat gesagt, komm, folgt mir nach. Ich will euch alles lehren. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist auf die Erde gekommen. Und er hat 12 Fischer und Zöllner, einfache Männer, in seine Nachfolge berufen. Aber das konnte nur geschehen, indem sie das Alte verlassen haben. Sie mussten ihre Fischernetze fallen lassen. Ich bin 1985 in Hamburg zum Glauben gekommen und ich war damals Soldat in der evangelisch-lutherischen Kirche, habe ich das klare Evangelium Jesu gehört. Und nach dem Militär habe ich Betriebswirtschaft studiert. Und dann hat Gott mich berufen in den Dienst und ich musste das Alte verlassen, um Jesus nachzufolgen. Und er hat einen Weg bereitet, zu studieren in Kalifornien, Theologie und Weltmission. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt, meine Frau Suni. Und ich habe dann im Hauptstudium, ich habe das Grundstudium abgeschlossen, und weit ins Hauptstudium hinaus habe ich dann mein Studium aufgegeben. Und Gott hat mir Türen geöffnet für ein voll bezahltes Studium von Weltmission und Theologie in den USA, wo ich 3 Jahre studiert habe. Und oft müssen wir bereit sein, Altes zu verlassen. Vielleicht sagst du sogar, ja, meine Firma gefällt mir nicht, der Job, den ich gerade tue. Vielleicht sagt Gott, das ist ein Hindernis, weil man dir dort den Mund verbietet. Du kannst nicht über Jesus reden, du kannst nicht das Evangelium predigen. Ich habe jetzt gerade eine Prophetie gehört, sehr, sehr interessant, dass Gott Christen auch in Neues hineinberufen will. Oft muss, damit du das Neue bekommen kannst, du Altes verlassen. Wo man dir sagt, schweige doch, du sollst nicht über Jesus reden. Das kann eine Form von Sklaverei sein. Und Gott sagt, vertraue mir, verlasse das Alte. Ich habe einen neuen Job, eine neue Aufgabe, eine neue Arbeit und Dienst für dich, wo du Stimme sein kannst, wo du reden kannst. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6,33, trachte zuerst nach meinem Reich, nach meiner Gerechtigkeit, dann werde ich dir alles Übrige hinzufügen. Sorge dich um nichts, ich will dich versorgen. Also wir müssen bereit sein, Dinge zu verlassen und das Hinausgehen aus Altem, was dich begrenzt, wo du nicht deine Berufung leben kannst, wo du nicht wirklich vielleicht auch Stimme sein kannst für Gott in dieser Generation. Das ist heilig. Und wenn du das Alte bereit bist zu verlassen, dann kann Gott dir Neues offenbaren. In Jesaja 43 lesen wir, Verse 1 und 2, dass Gott uns durch Feuer führt und wir werden nicht verbrannt werden. Er führt uns durch Feuer und Wasser. Es wird uns nicht ertränken. Und dann sagt er in Jesaja 43, 16 bis 20, so spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer. Das ist dieser Weg im Meer. Unmögliche Dinge, die du nicht tun kannst. Der Herr gibt einen Weg im Meer, einen Pfad in mächtigen Wassern, der ausziehen lässt Wagen und Pferd her und hält zusammen. Denke nicht an das Frühere, auf das Vergangene achte nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennst du es nicht. Damit Gott das Neue wirken kann und dich hindurchführt in das, was er vorbereitet hat, sagt er oft, werde still, komm zu mir, gib das Alte auf, verlass das Vergangene, siehe, ich wirke Neues. Ich gebe einen Weg durch die Wüste, ströme durch die Einöde. Ich werde dort die Tiere des Feldes tränken. Und das Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Also meine Frage an dich ist, wo musst du hinausgehen? Vielleicht sind es auch schlechte Haltungen von Beklagen, von Jammern, wo Gott sagt,
Danke mir für alles, was ich dir anvertraut habe. Beginne einen neuen Lebensstil 2024 der Danksagung, des Lobpreises. Vielleicht musst du schlechte alte Haltung, wo du negativ bist, da hinausgehen und Buße tun. Und dass du in Neues hineingehst. Vielleicht ist es auch ein Ortswechsel oder ein Arbeitsplatzwechsel. In Philipper 3 ist eine weitere Stelle über den Exodus-Faktor hinausgehen. Dort sagt der Apostel Paulus in Philipper Kapitel 3, Philipperbrief 3, 7, was immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Und ich halte es auch immer noch für Verlust, um der überragenden Größe der Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn willen, um dessen willen ich alles verlassen und eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Also Paulus hat einen Exodus gehabt. Er war ein ausgebildeter Jude und Pharisäer bei dem führenden Lehrer Gamaliel. Er hat alles aufgegeben und verlassen, um Christus zu gewinnen. Und er sagt, indem ich nicht mehr meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern eine Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm nach. Eins aber tue ich, sagt Paulus, ich vergesse, was hinter mir liegt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, um dem Kampfpreis nachzujagen, auf das Ziel meiner Berufung zu, nach oben in Christus Jesus. Und er sagt, so viele vollkommen sein wollen, lasst uns darauf bedacht sein. Also Paulus sagt, ich habe das Alte verlassen. Ich bin hinübergegangen. Ich bin ein wahrer Hebräer, der hinübergegangen ist. Ich habe die Seite gewechselt vom Reich der Finsternis, wo Paulus Saulus war und Christen verfolgt hat, in das Reich des Lichts, in das ewige Reich Gottes. Und ich habe alles aufgegeben, was ich wusste, was mir lieb und teuer war, um Christus zu erkennen. Zu dem reichen Jüngling hat Jesus in Matthäus 19 gesagt, er fragt, was muss ich tun, damit ich das Reich Gottes erbe und ewiges Leben habe? Und er sagt, halte die Gebote. Ja? Brich nicht die Ehe. Ja? Ehre Vater und Mutter. Töte nicht. Er sagt, ich habe das alles getan. Und Jesus sagt, eine Sache fehlt dir. Gib das Alte auf und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Gib deinen Ruhm, dein Stolz über dein Studium, deine Ausbildung auf, werde arm im Geist und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und diese Entscheidung habe ich mit 20 Jahren getroffen, als ich Jesus angenommen. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte dich erkennen, ich möchte einen Schatz im Himmel haben. Und darum habe ich damals mein Betriebswirtschaftsstudium, da war ich allerdings 23, aufgegeben, und bin in die USA gegangen. Habe ich die Entscheidung jemals bereut, dass ich politische Karriere, Studium in der Wirtschaft dann ausgetauscht habe mit Studium von Theologie in Weltmission? Nein, ich habe es niemals bereut. Und Gott hat mir einen Schatz gegeben. Und mit diesem Schatz folge ich ihm seit über 30 Jahren nach. Also frage dich, was ist dein Exodus? Wo musst du hinausgehen? Vielleicht musst du noch mal Bibelschule machen. Wir haben eine der besten Bibelschulen der Welt, auch die kostengünstigste. www.isdd-bibelschule.de. Geh hinein in Neues, was Gott für dich hat. Bilde dich aus. Die internationale Schule des Dienstes hat mittlerweile hunderttausende Christen in 160 Jahren, 160 Nationen für den Dienst trainiert. Also frage dich, was ist das verheißene Land, in das Gott dich hineinberufen hat? Was musst du verlassen? Vielleicht Dinge, wo du Zeit verschwendest, was nichts bringt und wo Gott sagt, ich will dich neu trainieren, dich neu ausbilden, ich will dich hineinbringen in deine Berufung, viel Frucht zu bringen, deine Gaben und Talente zu nutzen. Also ich möchte dich dazu einladen, dass du hineingehst in das Neue und dass du deinen persönlichen Exodus hast
Gott fragst, was muss ich verlassen und aufgeben? Was ist mein Weg hindurch in das Neue, in die Freiheit? Frage Gott und bitte ihn um Weisheit. Was ist das Neue, in das du hineingehen sollst? Ich möchte dich auch einladen, Partner zu werden mit meiner Medienarbeit, mit unserer Arbeit von Neues Leben Berlin e.V. Spende doch monatlich oder einmalig. Wir wollen weiter unsere Medienarbeit ausbauen. Uns fehlt noch viel Technik, weitere Kameras. Wir wollen eine professionelle Interview-Ecke aufbauen in der Gemeinde. Das kostet uns einige tausend Euro. Wir müssen eine neue Wand ziehen für unsere Kinderkirche. Ich werde darüber ein extra Video machen. Kostet uns auch nochmal 3000 Euro. Spende doch in unsere evangelistische Medienarbeit von Neues Leben Berlin. Und ich danke dir, wir geben auch Spendenbescheinigungen für jede Spende am Anfang des neuen Jahres. Schreib mir gerne eine E-Mail an info@neuesleben.berlin und schreib deine Kommentare, wie dieses Video hinüberzugehen in das Neue, die Seite zu wechseln. Wir haben in Christus die Seite gewechselt von Sünde zu Gerechtigkeit, vom Reich der Finsternis, wo wir Sklaven der Sünde unter Satan und dämonischen Mächten waren, durch die Tür Jesus Christus hinein in das ewige Reich der Himmel. Wir sind Hebräer, wir haben hinübergewechselt und wir wollen in alles Neue hineingelangen, was Gott vorbereitet hat. Ich danke dir, dass du das Video angeschaut hast. Gib ein Like, lass ein Abo da und ich freue mich, von dir persönlich zu hören. Gottes Segen.